Mobile Geeks Coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hallo, wir sind bei Acer auf der CES 2015 und haben hier das Liquid Jade S. Das ist ein 5 Zoll Mittelklasse-Smartphone, sage ich jetzt mal, was sich allerdings durchaus durch ein edles Design unter anderem und einige andere Details von der Konkurrenz abzuheben versucht. Wir haben ja einerseits so ein bisschen dieses 2,5D Glas auf der Front, Gorilla-Glas-Abdeckung, dementsprechend kratzfest. Das Panel ist angenehm hell, es bleibt allerdings bei einer 720p-Auflösung. IPS, Blickwinkel gehen also soweit vollkommen in Ordnung. Ein weiterer Punkt ist die sehr, sehr flache Bauform, wie man hier sehen kann. Und das Ganze wiegt nur 116 Gramm. Ist auch in Schwarz erhältlich. Und was man gemacht hat unter anderem ist, dass das Gerät jetzt eine matte Rückseite hat. Vorher war das Ganze ja sehr glossy gehalten, ist jetzt eben etwas attraktiver geworden. Es gibt unter anderem auch noch eine glänzende schwarze Version. Wenn wir gerade schon auf der Rückseite sind, gibt es dann noch zu sagen, dass es eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite gibt. Dann haben wir den LED-Blitz natürlich. Und ja, erstmal zu den weiteren inneren Sachen. Hier ist ein MediaTek-Chip an Bord. Das ist der neue Octa-Core 64-Bit-Chip, also MT6572M mit 8 1,5 GHz schnellen Cortex A53 Kernen, also insofern soweit durchaus in Ordnung, aber wie gesagt kein Leistungswunder unbedingt. LTE ist natürlich enthalten, inzwischen dann bei diesem neuen Chip eben ganz einfach mit an Bord sozusagen. Außerdem gibt es hier noch eine 5 Megapixel Frontkamera und einen 2000 mAh Akku müsste das sein, es könnte allerdings auch ein 2300er sein, genaue Details gibt es dann in unserem Artikel zum Gerät. Onscreen-Buttons gibt es hier natürlich, jetzt, wie man sieht, auf jeden Fall keine kapazitiven Touchtasten oder ähnliches. Hier oben der Lautsprecher ist so ein bisschen abgesetzt. Auf der Rückseite fehlt hier der Acer-Button, der da sonst vorhanden ist, den gibt es eben bei den anderen Geräten. Hier oben haben wir dann den Kopfhöreranschluss natürlich. Auf der Seite sitzt dann hier die Lautstärkewippe und am unteren Ende haben wir dazu dann noch, na, wenn die Kamera nachkommt, den Micro-USB-Anschluss. Auf der linken Seite kommen wir dann zum SD-Kartenslot bzw. zum SIM-Kartenslot. Hallo liebe Kamera, und wenn ich das Ganze hier rausnehme, dann sieht man auch, dass das Ganze hier sehr intelligent gelöst ist. Es gibt hier also eine Kombination. Wenn man den SIM-Kartenslot entfernt, dann gibt es hier so eine Kombination aus dem Micro-SD-Kartenslot, also hier am linken Ende zu sehen, den SIM-Kartenslot einerseits, also man kann das als SIM-Kartenslot benutzen, aber eben auch als Micro-SD-Kartenslot und einen weiteren Micro-SIM-Kartenslot. Man kann hier also zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine SD-Karte reinstecken. Das Ganze wird grundsätzlich so angeboten, es hängt also nicht davon ab, ob man jetzt in Europa ist oder ähnliches. Da macht dann Acer den Spaß der Netzbetreiber in dem Fall nicht mit. Die ganze Sache kommt zunächst mit Android 4.4 KitKat auf den Markt, in dieser leicht angepassten Version von Acer selbst. Da gibt es unter anderem dann hier die Extend-Funktion, damit lassen sich Inhalte vom Telefon auf den PC und umgekehrt übertragen und auch der Bildschirm des Telefons auf dem PC anzeigen. Drahtlos das Ganze natürlich, ist eine ganz nette Sache auf jeden Fall für Leute, die viel mit ihrem Gerät hin und her kopieren. Außerdem Acer Nav ist eine Navigationslösung von TomTom in dem Fall. Dazu müssen dann unter anderem Karten runtergeladen werden und die können dann auch offline verwendet werden mit dem internen GPS. Also jedenfalls eine kostenlose und sehr nette Ergänzung, die hier vorhanden ist. Ja, 299 Euro soll das Ganze am Anfang kosten und soll noch im Januar in Deutschland starten und wird dann auch in Deutschland verfügbar sein. Wir haben ja übrigens 1 GB Arbeitsspeicher und außerdem 16 GB Flashspeicher an Bord. Wie gesagt, Erweiterung per SD-Karte ja möglich, wie ich eben schon gezeigt habe.